Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe von Telewichtig. Und ich bitte Sie, mein herbstlich blechernes Dambe heute zu verzeihen. Die Behinderten sind ganz offensichtlich für sehr viele ein Reizthema. Aufgrund der paar Ankündigungen in den Zeitungen haben seit dem frühen Vormittag Leute bei uns angerufen. Gegner der Integration haben beteuert, das Niveau der Schulen werde ohne hieß immer schlechter. Wenn man nun auch noch Behinderte einbaue, könne man von Niveau überhaupt nicht mehr reden. Die Gegenseite verlangte, dass man von den Schulgebäuden alle auf Sonderschulen hinweisenden Tafeln entfernen solle. Man müsse gewissermaßen Symbole und Hinweise zerstören, um auch die Einrichtungen als solche abzuschaffen. Wir werden vielleicht im Studiogespräch, das auf den Filmen folgen soll, Gelegenheit haben, auf diese Fragen einzugehen. Jedenfalls wird in nächster Zeit, das genaue Datum steht noch nicht fest, ein Club 2 über Sonderschulen stattfinden. Aber nun zum Filmbericht von Herbert Brock, Chancengleichheit für Behinderte, der die drei Modelle der von Behindertenschule in Nord- und Südtirol behandelt. Wir haben die Untersuchung ganz bewusst auf den Tiroler Raum südlich und nördlich des Brenners beschränkt. Das sind wenig über 1 Million Einwohner, 600.000 davon in Nordtirol. In Südtirol aber stoßen zwei Traditionen und zwei Kulturen aufeinander, die zur Folge haben, dass in diesem engen Tiroler Rahmen drei Schulmodelle entstanden sind. Zwei Hinweise scheinen mir noch wichtig. Die Italiener Südtirols leben fast ausschließlich in Städten. Zum anderen wird immer wieder betont, dass es wahrscheinlich die ganz besondere Einstellung der Italiener zu den Kindern ist, welche die volle Integration von behinderten Kindern überhaupt möglich gemacht hat. Und nun zum Film von Herbert Brock. In kaum einer anderen pädagogischen Frage scheiden sich die Geister derart wie bei der Schulausbildung von Behinderten. Die einen sind für Integration, die anderen verfechten das Sonderschulwesen. Aber alle berufen sich darauf, dass sie nur das Beste für die Kinder wollen. Eine italienische Regelschule in Bozen. Marco ist einer der rund 300 Behinderten, die wie ihre Altersgenossen die italienischsprachigen Normalschulen in Südtirol besuchen. Seit 1977 haben behinderte Kinder in Italien das Recht, in die normalen Schulen aufgenommen zu werden. Dieses Umdenken ist vornehmlich unter dem Druck der betroffenen Eltern durchgesetzt worden. Wenn ein behindertes Kind in eine Spezialklasse kommt, wo nur behinderte Kinder drin sind, so sieht das dort kein aktives Arbeiten, kein normales Spielen, denn das behinderte Kind muss das ja alles erst erlernen. Und am leichtesten lernt ein Kind ja von den Kindern. Ich glaube, es ist nutzlos, dass man ein behindertes Kind darauf hin dressiert, durch entweder aushungern lassen oder Drohungen etwas zu erlernen, sondern es soll die Möglichkeit haben, das zuerst zu sehen bei den anderen, damit es das nachmachen kann. Genau das hat sich bewiesen in der Schule bei meiner Tochter, in der sie integriert wurde. Die Grundlage für die Integration der behinderten Kinder bildet ein Gesetz, das 1977 vom italienischen Parlament beschlossen worden ist. Die Eingliederung in die Regelschule setzt eine soziale Eingliederung des Behinderten voraus und sieht die direkte Teilnahme am sozialen Leben vor, selbstverständlich mit gewissen Einschränkungen unter Berücksichtigung des Grades des Behinderung. Erstens räumt diese Methode mit dem Sonderstatus des Behinderten endgültig auf. Also der Behinderte hat nun ein Recht auf Bildung wie jeder andere und wird als vollwertiges Glied einer Gemeinschaft aufgenommen. Die Klasse wird nicht mehr als homogene Gruppe betrachtet, sondern jeder Schüler wird in der Klasse nach seinen Fähigkeiten gefördert und hat somit auch, sagen wir, die Möglichkeit, jene Erfahrungen zu machen, die für seinen Reifungsprozess wichtig und notwendig sind. In Italien haben sich auch die Unterrichtsmethoden geändert. In Klassen mit behinderten Kindern wurde die Schülerhöchstzahl von 26 auf 20 gesenkt. Außerdem wurden Stützlehrer eingestellt. Es gibt keine Ziffernbenotung mehr. Behinderte bekommen im Regelfall das gleiche Abschlusszeugnis wie die anderen. Der Frontalunterricht wurde durch Gruppenarbeit ersetzt. Erlebnisunterricht spielt eine wichtige Rolle. Therapie ist Bestandteil des Unterrichts. Für mich war es immer selbstverständlich, dass mein Kind die normale Schule besuchen würde, so wie alle meine anderen Kinder.
Denn ich habe das Kind immer als normal empfunden und meine ganze Familie hat das Kind als normal betrachtet. Und irgendwie wurde es mehr von den anderen als behindert gestempelt, als es den Kindergarten besuchen sollte und mir von den normalen Kindergarten abgeraten wurde und mir geraten wurde, das Kind in einen Sonderkindergarten zu schicken. Ich bin Schuldirektor als Arbeiter. Seitdem ich Landesrat bin, natürlich mache ich nicht mehr diese Arbeit. Aber als Schuldirektor begann ich schon in 1970 mit der Integration. Und es ist eine ganz schwere Arbeit. Man muss die Lehrer überzeugen, vorbereiten, die Eltern, damit sie zu viel von der Schule warten. Und dann man muss auch die Kinder und die Eltern der anderen Kinder erziehen, damit sie diese neue behinderte Kinder verstehen und vertragen. Es ist eine schwere Arbeit gewesen. Es hat ein paar Jahre gedauert, solange das ganze Milieu verstanden hatte, wie eine Integrierung beginnen kann. Die Kinder im Allgemeinen haben dabei keine Schwierigkeiten. Sie sind imstande, ein behindertes Kind genauso zu akzeptieren, ihm zu helfen, wenn es notwendig ist, und genauso zu sehen, wie sie selber sind, wenn sie nicht von ihren Vorgesetzten oder von den Erwachsenen überhaupt negativ beeinflusst werden, falsch unterrichtet, falsch aufgeklärt. Glaubst du, es wäre besser, wenn man Marco in eine Sonderklasse schicken würde? Nein. Nein, nein, in dieser Klasse, er hat viele, viele Sachen gelernt. Und auch uns. Auch ihr? Ja. Hat er viele Freunde, glaubst du, in dieser Klasse? Magst du ihn? Ja, er ist sehr sympathisch und ich möchte ihn. Du magst ihn gern? Ja. Ich glaube, dass sowohl der Behinderte als auch der normale, unter Anführungszeichen, Schüler von diesem Modell profitiert. Weil, sagen wir Gott, durch diese Form der Programmierung des Unterrichts auch, sagen wir, der nicht behinderte Schüler, der aber Lernschwierigkeiten hat, zum Zuge kommt. Währenddem bisher, sagen wir, ein abstraktes Ziel angepeilt worden ist, werden jetzt Ziele angepeilt, die auf jeden abgestimmt sind. Ich glaube, dass ein Kind mit Schwierigkeiten in einer normalen Umgebung weitaus besser gefördert wird als in einer Sonderklasse. Weil es da eben normale Modelle um sich hat, die nicht nur vom Lehrer dargestellt sind, sondern auch von den Mitschülern. Der wichtigste Aspekt, oder auch ein sehr wichtiger Aspekt, ist der menschliche, der humane Aspekt. Und das merkt man am besten, sagen wir, im Klassenklima. Also die Behinderten gehen da ein und aus, kein Mensch dreht sich um, jeder weiß, der ist behindert, aber das hat nichts zur Sache. Er ist genauso ein Klassenkamerad wie die anderen. Er wird als solcher akzeptiert. Und jeder ist sich auch natürlich der Mängel bewusst, die er aufweist, aber jeder versucht halt, das zu geben, was er geben kann, genauso wie er versuchen muss, sich, sagen wir, einem normalen Leben anzupassen und seine Rolle als Außenseiter, als abgestempelt, als anderer eben aufzugeben und sich so natürlich zu geben, wie es halt in einer Klasse im täglichen Leben passiert. In den italienischsprachigen Schulen Südtirols ist die Integration der Behinderten also der Alltag. In Deutschland probiert man erste Versuche damit. Auf der anderen Seite des Brenners in Nordtirol sind die Integrationsversuche auf eine Privatinitiative für Vorschulkinder beschränkt. Eltern und Pädagogen der Innsbrucker Universität haben 1978 den Kindergarten für alle geschaffen. Die erste Institution in Österreich, wo behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. Verständlich, dass der Kindergarten noch immer um Anerkennung ringt. Ein Problem, was für uns noch offen ist, das ist, dass unsere Arbeit, die wir hier leisten, im Schulbereich, also der nach dem Kindergarten dann folgt, nicht mehr fortgesetzt wird. Das stellt irgendwo auch unsere Arbeit in Frage. Es ist einfach ein Abbruch von dem, was wir dann in diesen 3 oder oft 4 Jahren mit den Kindern versucht haben, also aufzubauen. Die Anne ist heuer das letzte Jahr im Kindergarten und muss nächstes Jahr in die Sonderschule für Schwerstbehinderte. Und gerade in diesem Fall wäre das Vorbild der normal entwickelten Kinder sehr wichtig, vor allem für die Sprachentwicklung, weil die Sprache ja durch Nachahmung gelernt wird.
Und ich fürchte halt sehr, wenn sie jetzt nur mehr mit behinderten Kindern zusammenkommt, die sicherlich zum Teil weit unter ihrer Entwicklungsstufe sind, dass sie sich dann nicht mehr so gut weiterentwickelt wie bisher. Ich bin nicht einverstanden in dem Sinn, dass sie nur in die Sonderschule geht. Sie sollte auch mit gesunden Kindern zusammenkommen. Das habe ich gesehen im Kindergarten, wo sie mit gesunden Kindern benannt war, hat sie wahnsinnig viel aufgeholt. Und jetzt ist sie praktisch nur mehr mit Behinderten benannt. Eine dieser Sonderschulen befindet sich am Ende von Mariatal im Unterinntal. Es ist die Landessonderschule für schwerstbehinderte Kinder. Für das Tiroler Sonderschulnetz sind in den letzten Jahren 300 Millionen Schilling investiert worden. In der Landessonderschule werden derzeit 58 Behinderte zwischen 5 und 18 Jahren unterrichtet. Nahezu alle leben im Schulinternat. Ausgangspunkt dieser Sonderschulen war die Erfahrung, dass man in früheren Jahren jedenfalls in den Klassen, in den Schulen draußen am Ort, überall Kinder sitzen gehabt, die den Anforderungen der Schule nicht gerecht werden konnten. Das war also der Dorftrottel, der überall hinten angesetzt worden ist, der nie zu einer Leistung gekommen ist und schrecklich frustriert wurde. Und da hat man dann gesagt, und das war also ein Schluss, der aus dieser Erfahrung gekommen ist, wir müssen diese Schüler herausnehmen, wenn wir ihnen helfen wollen. Wir müssen sie separieren, herausnehmen also aus dem und separat unterrichten mit Hilfen. Mit Nachhilfen. Die soziale Integration muss versucht werden, dort zu suchen, wo man sie zustande bringt. Man muss also immer drauf losgehen, auf die soziale Integration. Wenn ich aber das behinderte Kind nicht so ausrüste, bildungsmäßig, dass es überhaupt in eine soziale Integration dann hineinwachsen kann, würden wir bildungsmäßig sicherlich einen Fehler machen. Das Internat hat natürlich hat zweifellos, also das liegt in dem Wesen des Internates, dass es irgendwo abgeschlossen ist. Aber auch hier gibt es ja viele Möglichkeiten. Wir zum Beispiel haben kein Hallenbad, wir gehen außerhalb schwimmen, wir besuchen also öffentliche Hallenbäder, wir gehen Skifahren auf einer öffentlichen Skiwiese, wo alle anderen auch mit dem Lift fahren. Natürlich ist es eine Art Ghettoisierung, es ist eine Art Absonderung, aber ich frage mich nun auf das Ziel hin, was ist besser? Überhaupt soll ich das Kind schädigen, nur im Hinblick auf eine Ideologie der Gleichheit, der Integration? Eingliederung ist auch natürlich schwierig. Selbst Eltern in Normalsituationen mit normal begabten Kindern haben ja Schwierigkeiten. Der Behinderte, geistig Behinderte in einem ganz besonderen Maß. Es ist also, hat sich herausgestellt, dass man daher die Kinder längere Zeit behalten müssen, dass man sie nicht mit 15 Jahren oft schon hinausschicken kann. Manchmal braucht dieser Reifungsprozess bei dem länger. Und er braucht Hilfen dazu. Diese Hilfen versuchen wir auch zu geben. Eine im Auftrag des Sozialministeriums durchgeführte Studie hat den weiteren Lebensweg der Abgänger von Sonderschulen für Schwerstbehinderte untersucht. Den meisten bleibt nur die Alternative einer Beschäftigungstherapie oder der Rückzug ins Elternhaus oder ins Heim. Mit oder ohne Beschäftigung. Wir betrachten unsere Sonderschulen als institutionalisierte Übergangshilfen für eine gesellschaftliche und natürlich später auch berufliche Eingliederung, also Integration. Wir betrachten sie auch als Spezialschulen und deshalb glauben wir, auf dem richtigen Weg zu sein. Am Stadtrand von Innsbruck steht die Sonderschule für sehgestörte und blinde Kinder. Allein das Land Tirol hat in den Neubau 14 Millionen Schilling investiert. Derzeit besuchen 17 Kinder die drei Klassen dieser Spezialschule. 15 von ihnen leben im angeschlossenen Heim. An den Wochenenden dürfen sie nach Hause. Von den 9 Kindern dieser Klasse sind 3 blind. Ich würde Integration im schulischen Bereich als Rückschritt dann bezeichnen, wenn sie wild betrieben wird, also wenn das Kind nicht mit allen möglichen Hilfsmitteln ausgerüstet ist und wenn es nicht mit den nötigen Techniken vertraut ist, also jetzt im speziellen Fall bei uns mit der Punktschrift und mit dem Umgang mit allen den dazugehörigen Geräten bzw.
Unterlagen. Die Tatsache, dass die Kinder eine spezielle Hilfe brauchen, soll nicht so ausgelegt werden, dass Kinder deshalb isoliert werden müssen in Sondereinrichtungen, sondern die Hilfen, die müssen eben zu den Kindern gebracht werden. Natürlich braucht es da ganz bestimmte Voraussetzungen und Methoden. Also es müssen weniger Schüler sein, kleinere Klassen, es muss eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Stützlehrer sein, es muss eine freiere Unterrichtsart sein, wo die Kinder lernen, selbstverantwortlich zu sein, sich gegenseitig zu helfen und ihre Persönlichkeit auch wirklich entfalten können. Es geht ja bei der Integration, bei diesem Schlagwort, das vielfach falsch verstanden wird, nicht nur um die soziale Integration, sondern es geht ja genauso auch um eine vielleicht etwas bescheidene Leistungsanforderung, vor allem aber auch um die sogenannte Personalisation. Die Meinung, dass Integration sich auf soziales Lernen beschränkt, ist also eine vollkommen falsche Einschätzung von Integration. Weil Integration heißt immer, dass also beides vereint sein muss, sogenanntes Leistungslernen und soziales Lernen. Das entspricht auch dem, dass Lernen an sich immer ein ganzheitliches Lernen nur sein kann. Auch jetzt in der Schule ist das sogenannte Leistungslernen immer gleichzeitig auch etwas, wie zum Beispiel Disziplin verbunden ist, was ja auch ein Teil von sozialem Lernen ist. Ja. Im positiven Sinne kann man sagen, bringt die Integration sehr viel für diesen Zusammenhang zwischen Leistungslernen und sozialem Lernen im Sinne, dass es dann mehr ein ganzheitliches, ausgewogenes Lernen ist. Die Grundschule sollte unbedingt in einer Spezialschule erfolgen. Warum? Und zwar deshalb, weil nämlich auch ein Kind, ein blindes Kind in einer Regelschule doch auch als Außenseiter betrachtet wird, sei es jetzt von den Kindern selbst, die in der gleichen Klasse sind, aber auch der Lehrer ist sicherlich nicht in der Lage, solche Kinder richtig zu führen und vor allem auch die richtigen Techniken, die eben das blinde Kind braucht, denen mitzuteilen. An und für sich haben wir durch die 5-Tage-Woche schon sehr viel gewonnen. Die Kinder sind also jedes Wochenende zu Hause, kennen die Umgebung und sie sind auch normalerweise ein voll integrierter Teil der Familie oder des Bekanntenkreises. Und unsere Aufgabe hier während der 5 Tage ist, die Kinder auf die soziale Integration vorzubereiten. Ich glaube jedenfalls, wenn Behinderte immer unter sich sind, dann wird dort das Problem des Eintönigen und des Dumpfen und oft auch Verrückten einfach zu groß, weil sie keine Vorbilder des normalen Verhaltens haben. Und dann wird es für Erzieher und Eltern und für die Kinder selbst unerträglich, diese Situation. Die Mittelschule Röth in Bruneck, eine deutschsprachige Südtiroler Schule. Hier werden behinderte Kinder in 3 sogenannten kooperativen Klassen unterrichtet. Ja, wir wollen die heutige Unterrichtsstunde so gestalten, dass wir zunächst mit beiden Gruppen diesen Text erarbeiten, den Text durchlesen. Auf der Eiche wollte er den Bissen in aller Ruhe verzehren. Ja, Paul, liest uns weiter. Wie sah ich einen. Das Wesen der kooperativen Klasse besteht darin, dass die Behinderten, in diesem Fall 4 lernbehinderte Kinder, zum Teil in den Regelschulbetrieb integriert sind, zum Teil aus ihm herausgenommen werden. In Deutsch, Italienisch, Mathematik und Naturkunde sind sie eine Extraklasse. An den deutschen Schulen Südtirols gibt es 38 kooperative Klassen mit über 200 Schülern. Und wir wollen jetzt gemeinsam herausfinden, woran man eine Gabel erkennt. Wenn ihr euch das jetzt durchgelesen habt, dann ist euch sicher etwas aufgefallen, was es in Wirklichkeit eigentlich nicht gibt. Diese Südtiroler Teilintegration ist eine Zwischenlösung. Sie wird zum einen Teil vom staatlichen Gesetzgeber Italien, zum anderen von der Alttiroler Tradition geprägt. Also Ideologie möchte ich überhaupt keine dahinter sehen, sondern lediglich darauf hinweisen, dass der Staat Italien an und für sich zu einer Totalintegration im Bereich des Behinderten in der Schule tendiert. Demgemäß hat auch dieser Staat auf gesamtstaatlicher Ebene die sogenannte Sonderschule
für Behinderte im Bereich der Mittelschule abgeschafft, nicht aber im Bereich der Grundschule. Und nun wollten wir in Südtirol doch irgendwie einen Riegel der sogenannten Totalintegration vorschieben und haben demgemäß immer im Bereich der Mittelschule haben wir die sogenannten kooperativen Klassen eingerichtet. Der Vorteil liegt darin, dass sowohl die Gruppe der Behinderten als auch die Gruppe der Nichtbehinderten ein geistiges Wachsen haben. Und infolgedessen ist es notwendig, dass man in bestimmten Fächern, um allen Schülern gerecht zu werden, eine Differenzierung macht. Und zwar in dem Fall zwischen den Gruppen. Man ist der Meinung, dass man mit einer Totalintegration, zumindest wir sind dieser Meinung, dem Kinde und den Eltern nicht hilft. Warum nicht? Aus dem einfachen Grunde, weil die Eltern im Zuge einer gewissen Chancengleichheit, die man ihnen immer wieder vorsagt und wo ich der Meinung bin, es gibt nur eine Chancenangleichung, dass die Eltern tatsächlich dazu neigen, ihr leider oft schwer behindertes Kind in eine gesunde Klasse zu geben, sozusagen in der Hoffnung, dass dafür für das Kind etwas herausschauen wird. In Wirklichkeit, so sehe ich es, weckt man Illusionen, die am Schluss aber dann zu einer gewissen Resignation und Hilflosigkeit führen, weil eben das, was man sich erhofft hat, nicht herauskommt. Und sowas möchten wir vermeiden. Ja, man merkt, sagen wir, schon Unterschiede, insofern als dass, sagen wir, von deutscher Seite das Gesetz nicht mit großem Wohlwollen aufgenommen worden ist. Und dass man das halt dann, halt, wenn unbedingt gezwungen, durchgeführt hat. In diesen Schulen war das hingegen eine Selbstverständlichkeit und man ist diesbezüglich auch schon viel weiter, weil man seit Jahren schon daran herumarbeitet und herumexperimentiert. Ich glaube, dass es sich hier um eine Sonderform der Integration handelt. Denn es ist keine Form, die gegen das Staatsgesetz ist. Denn sie ist, und zwar diese kooperative Form, ist bewilligt worden vom Unterrichtsministerium und ist gleichzeitig auch eine Form einer besonderen Differenzierung. Gemeinsame pädagogische Konzepte sind ein zentrales Element der viel zitierten geistig-kulturellen Landeseinheit zwischen Nord- und Südtirol. In Innsbruck sieht man in der Südtiroler Teilintegration kein Abweichen vom gemeinsamen Weg. Ich glaube also, dass man eher in Südtirol von der Südtiroler Seite das Tiroler und damit österreichische Modell der Sonderschule, der Sonderschulausbildung anstrebt und nicht so sehr das italienische Modell, das, glaube ich, ja sicherlich auch nicht zum Tragen kommen wird in der Zukunft, dass das zum Vorbild sein wird. Also Ideologie haben wir da gar keine verfolgt, sondern wollten aber sehr zielsicher der Totalintegration ein bisschen ausweichen. Die beiden Modelle haben zwei ideologisch verschiedene Weltanschauungen, und zwar die soziale und die kulturelle. Die Sonderschule verfügt notgedrungen über eine Reihe von Sondereinrichtungen, Institute, Behindertenzentren und so weiter, die den Behinderten das ganze Leben lang begleiten. In gewisser Hinsicht ist es dauernd zu der Fürsorge anderen unterworfen. Also ich meine, es ist eine Fürsorge statt eine Schule. Und das ist der Unterschied. Wir haben uns müssen irgendwie an die italienische Gesetzgebung halten, zumal wir auf diesem Gebiet ja nicht primäre Kompetenz haben, sondern lediglich sekundäre Kompetenz. Das heißt, wir müssen die Staatsgesetze, die in diesem Bereich erlassen sind, in ihren Grundsätzen müssen wir die einhalten. Und deshalb konnten wir, sagen wir, das Muster, das beispielsweise Nordtirol oder Österreich insgesamt hat, das konnte für uns nicht in Frage kommen, sondern wir mussten eben aus der italienischen Gesetzgebung heraus für uns etwas herauskonstruieren. Ganz einfach gesagt ist es das, dass man in einem davon ausgeht, dass jeder das Recht hat, sagen wir, in den gesellschaftlichen Prozess hineinzukommen, Mitglied zu sein, seinen Beitrag zu leisten, nach seinen Möglichkeiten.
also ihn nicht, sagen wir, als einen Almosenempfänger zu betrachten, den man halt hat und dem halt sorgen muss und für den man dann entsprechende Einrichtungen hinstellt, sondern ganz einfach, sagen wir eben, eine offene Form der Gesellschaft. Die andere hingegen geht eben von der Überzeugung aus, dass man ein Kind nicht integrieren kann, weil es eben anders ist, weil es, sagen wir, ein nicht sehr nützliches Glied der Gesellschaft sein kann, die halt da sind und für die man dann eben gesonderte Einrichtungen schafft, sagen wir, um irgendwie die Schuldigkeit eben dadurch, sagen wir, auszugleichen. In Nordtirol besuchen 2400 Kinder 49 Sonderschulen. 41 Sonderschulen sind eigenständig, 8 sind Regelschulen angeschlossen, vielfach mit besonderem Eingang. So, dann kommst du. In den deutschsprachigen Schulen Südtirols hat man das Modell der kooperativen Klasse entwickelt. Teils Integration, teils Sonderklasse. Im Bereich der italienischen Schule in Südtirol gibt es weder Sonderschule noch Sonderklasse. Da sind alle Kinder integriert. Und der Prozentsatz der als behindert klassifizierten Kinder liegt auch weit unter dem Nordtiroler Vergleichswert. Unser Stolz kann es nie sein, möglichst viele Schüler und Klassen im Bereich der Sonderschule zu haben. Also in diese Richtung geht unser Stolz sicher nicht. Ich glaube aber, dass man auf Sonderschulen in unserem Sinne, wie wir sie verstehen, nicht verzichten wird können. Kritik ist ja meines Erachtens am derzeitigen Sonderschulsystem nur dort gerechtfertigt, wo eventuell eine Sonderschule, eine Sonderschullehrkraft ihrer ureigensten Aufgabe, nämlich der Vorbereitung der Kinder für das spätere Leben, nicht im bestmöglichen Sinne nachkommt. Man muss die spezifische Behinderung berücksichtigen. Man muss die gegebene Ungleichheit, durch die Natur gegebene Ungleichheit versuchen auszugleichen, also die Ungleichheit abbauen, nicht von einer Gleichheit ausgehen, denn die Ideologie ist sicherlich falsch beim behinderten Kind und bei den Menschen an sich. Und ich glaube, gerade die Sonderschule soll eine Spezialschule sein und soll dieser spezifischen Behinderung entgegenkommen. Ich glaube, dass der Trend zur Integration nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Die Kinder müssen in eine Gemeinschaft hineinwachsen. Es wäre nach meiner Ansicht völlig falsch, die Kinder in isolierten Klassen irgendwo aufzuziehen. Aber es wird auch weiterhin Sonderschulklassen geben. Auch auf nationaler Ebene, also auf staatlichem Gebiet, kehrt man für gewisse Fälle wieder zur Sonderschule zurück. Völlig aufgehoben ist ja nie worden. Man gibt vom Gesetz aus ja nur stärkere Betonung dieser Integration. Nur wird man nie zu einer Sonderschule zurückkehren, die irgendwo als isolierten Schulkomplex steht. Man wird die Sonderschulklassen immer im Rahmen von normalen Schulen integrieren, also Klassenintegration haben. Die leichter Behinderten, die Behinderten, die besser förderbar sind, die werden immer in Klassen integriert sein. Körperlich Behinderte sowieso. Eine Integration mit bestimmten Fällen, die meisten sind, ist möglich. Man muss richtige Lehrer, vorbereitete Lehrer und Stützlehrer haben. Das Milieu, das Umfeld muss auch vorbereitet werden. Und ich glaube, auch die deutsche Sprachgruppe wird sicher diese Richtung nehmen. Vielleicht langsamer als die italienische Sprachgruppe, aber sie kommen von einer anderen Erfahrung und man muss auch sie respektieren. Die brauchen eine Zeit, vielleicht damit diese Entwicklung, normal wird, von aller Leute verstanden wird. Ich glaube, die Grenzen für die Integration, die liegen, wenn schon, an der Organisation der Schule. Nicht? So wie die Schule heute aussieht, müsste man sagen, die Grenzen sind sehr bald. Aber es ist ja nicht gesagt, dass Schule so bleiben muss. Aus der Sicht des Betroffenen ist es also für mich ganz eindeutig, dass in totaler Integration ein Ziel bleiben muss. Einfach deswegen, weil wir in der Isolation nie lernen können, mit dieser sogenannten normalen Welt umzugehen. Wir brauchen die Konfrontation mit dieser Welt und je früher, desto besser. Sonst bleibt nur die Alternative, immer im Ghetto zu bleiben. Man kann nicht sagen, zuerst im Ghetto qualifiziere mich und dann gehe ich auf diese sogenannte normale Welt los. Ich muss möglichst früh mit dieser Welt auch umgehen lernen.
Österreich leben die meisten Behinderten in Ghettos. Werden wir jemals den Mut aufbringen, sie in die Normalität zu befreien? Guten Abend noch einmal, meine Damen. Ja, Sie haben nun eine Unmenge Argumente pro und contra gehört. Und wir werden nun gemeinsam mit Herrn Dr. Rudolf Forster versuchen, ein bisschen Konkretheit und ein bisschen Bodenhaftung auch in die ganze Diskussion einzuziehen. Dr. Rudolf Forster ist Psychologe, Mitarbeiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Medizinsoziologie. Er ist zwar nicht behindert, aber gerade an seinem Institut hat er sehr viel über Behinderte gearbeitet. Außerdem hat er gemeinsam mit Volker Schönwiese, den Sie vorhin im Film gesehen haben, das Buch Behindertenalltag herausgegeben, das eines der umfassendsten Werke zur Behindertenfrage in Österreich ist. Leider ist es momentan vergriffen, vielleicht können wir dem Buch zu einer neuen Auflage verhelfen. Herr Doktor, das Argument, mit dem die Vertreter der Sonderschule hauptsächlich operieren, ist, dass man durch die Ausgliederung die Eingliederung erreiche. Die Sonderschule wird sozusagen zum Vehikel der Integration. Sie haben seinerzeit für das Sozialministerium eine Untersuchung über die Absolventen der Sonderschule, wenn man so sagen kann, gemacht. Was hat diese Untersuchung ergeben? Ja, wir haben eine relativ groß angelegte Studie gemacht über das nachschulische Schicksal von ehemaligen Sonderschülern. Das heißt, wir können empirisch jetzt sagen, was ist wirklich aus ihnen geworden? Sind sie normalisiert? Sind sie integriert? Oder unterscheiden sie sich weiterhin über die Schule hinaus von anderen Leuten in unserer Gesellschaft? Ganz allgemein haben wir gefunden, dass dieses Ziel der Integration nicht erreicht wird. Ich möchte es vielleicht an zwei Gruppen etwas genauer darstellen. Die eine Gruppe, die lernbehinderten Sonderschüler, das ist die größte Gruppe der Sonderschüler in Österreich. Das sind jene, vielleicht muss man das dazu sagen, von denen man früher gesagt hat, sie besuchen die Hilfsschule. In die Gruppe der Lernbehinderten, das möchte man gleich einfügen, fallen auch sehr viele Gastarbeiterkinder beispielsweise in Österreich. Das ist richtig, es ist ein sehr hoher Anteil von Gastarbeiterkindern in diesen Schulen. Nun, wir haben gefunden, dass etwa 10 Jahre nach Schulaustritt sich diese Gruppe irgendwo am unteren Ende der sozialen Hierarchie befindet. Das heißt, die ehemaligen lernbehinderten Sonderschüler sind großteils in unqualifizierten, unsicheren, besonders belastenden Beschäftigungsverhältnissen. Sie sind subjektiv unzufriedener und auch besorgter mit ihrer Situation. Man kann sagen, sie sind zwar nicht mehr behindert, aber sie sind irgendwo Opfer des Arbeitsmarktes. Oder eine zweite Gruppe, Körperbehinderte, Schulabgänger, bei denen ist typisch und häufig, dass sie von einer Sonderinstitution in die nächste Sonderinstitution übergehen, also eine Rehabilitation ohne Ende. Es wird wiederum nicht von den Bedürfnissen oder den Wünschen dieser Personen ausgegangen, sondern es wird wiederum ein Angebot gemacht, das natürlich nur sehr beschränkt sein kann und es bestehen praktisch keine Alternativen. Aber vielleicht ist dort das Wichtigste, dass sich diese körperbehinderten Sonderschulabgänger vor allem im sozialen Bereich sehr deutlich von der Vergleichsgruppe Nichtbehinderter unterschieden. Sie lebten weniger in eigenständigen Haushalten, sie hatten seltener Partnerbeziehungen, ihre Einbindung in ein soziales Gefüge war weniger gegeben. Es ist natürlich die Frage, wer ist schuld an diesem Zustand? Ja, vor allem wollte ich fragen, ist die Sonderschule schuld an diesem Zustand? Schuldfragen sind, wie Sie wissen, immer sehr schwierig. Für diese Schuldfragen gibt es immer zwei Standardantworten und ich glaube, die können wir mal verwerfen. Die eine Standardantwort ist ja, es ist die Umwelt und ihre Vorurteile. Die Umwelt sind aber nichts anderes als wir, es ist keine natürliche Umwelt. Die andere Standardantwort ist ja, es ist der Behinderte und seine Behinderung. Hier gibt es einen neuen Begriff, den Begriff der Integrationsfähigkeit. Das heißt, es wird die ganze Frage, ob jemand integriert wird, eigentlich an den Behinderten selbst zurückdelegiert. Ja. Ich glaube, dass man sicher sagen kann, dass die Sonderschule ihren Anteil daran hat, dass Behinderte in der Isolation leben. Und zwar nicht, weil die einzelnen Lehrer es so wollen oder nicht anders können, sondern weil meiner Meinung nach die Sonderschule als System irgendwo eine bildungspolitische Fehlkonstruktion ist. Ich möchte das vielleicht
kurz ausführen. Es ist ja nicht so, dass es tritt ein Problem auf und es wird einem Kind in dieser Schule dann am Ort, wo es ist, und für dieses Problem geholfen, sondern die Sonderschule koppelt sozusagen diese Unterstützung immer daran, dass erstens dieses Problem, diese Behinderung sehr groß geworden ist, dass man sie benennen kann, dass man als einen Mangel ganz genau beschreibt und dass man dann ein Kind aus seiner natürlichen Umgebung herausnimmt und in ein eigenes System hineinnimmt, indem es nun, und das ist glaube ich das Paradoxe, ja wiederum mit anderen Kindern zusammen ist, die einen ähnlichen Mangel haben. Es ist also alles schon so negativ bestimmt, wenn ich mir etwa vorstelle, ein verhaltensgestörtes Kind, das bei uns in eine Sonderschule kommt, wenn es sehr schwer verhaltensgestört ist, kommt mit 12 anderen verhaltensgestörten Kindern in eine Klasse. Was nützt es diesem Kind, dass es dann einen speziell ausgebildeten Pädagogen hat? Und ich frage mich, wären nicht eigentlich die Möglichkeiten, in einer Normalklasse mit 25 nicht verhaltensgestörten oder wenig verhaltensgestörten Kindern eigentlich viel größer, mit einem solchen verhaltensgestörten Kind umzugehen? Eine Frage, eine weitere Frage. Sollen wir nun, nach dem, was Sie sagen, die Integration wollen, müssen wir sie wollen? Und was bedeutet es, wenn wir integrieren? Zum Beispiel müssen Klassen 25 Köpfe zählen, integrierte Klassen. Ja, die Frage, wollen oder sollen wir, führt uns, glaube ich, zum Kern des Problems, nämlich die Integration ist keine Aufgabe, die durch irgendwelche Fachleute, Wissenschaftler und Experten zu lösen ist. Die Integration ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung letztlich, die wir alle vertreten müssen. Die Frage, was Integration bedeutet, mir fällt dazu ein Beispiel ein. Ich habe in einer Zeitung gelesen von einem schwedischen Dorf. In diesem schwedischen Dorf wurde ein hörbehindertes Kind geboren. Daraufhin wurde von den maßgeblichen Leuten dieses Dorfes beschlossen, dass alle Kinder in der Schule lernen müssen, mit diesem hörbehinderten Kind in Kontakt zu treten. Das heißt, eine Zeichensprache, aber auch sich verbal so auszudrücken, dass etwa dieses Kind von den Lippen ablesen kann. Und das hat irgendwie eine solche Begeisterung, ein solches Engagement hervorgerufen, dass sich das ganze Dorf entschlossen hat, also das nicht nur die Altersgenosse, sondern das ganze Dorf. Das ganze Dorf. Das heißt, es hat sich hier eine Umwelt an ein Mitglied dieser Gesellschaft, dieses Dorfes angepasst und die haben das als bereichernd erlebt. Das führt mich auch zur Frage, und ich habe da den Film angeschaut und mir ist da etwas aufgefallen. Die österreichischen Schulexperten haben eigentlich immer nur für die Behinderten geredet. Sie haben gesagt, ja, die Behinderten brauchen das, wir müssen sie schützen und so weiter. Sie haben nie davon geredet, ob wir die Sonderschule, wir die Nichtbehinderten, die Sonderschule brauchen. Die italienischen Gesprächspartner haben für mich eine viel breitere Sichtweise gehabt. Sie haben vom Klassenklima geredet, sie haben von den Auswirkungen auf die anderen geredet, sie haben von den veränderten Unterrichtsmethoden geredet. Also hier kommen offenbar dann ganz andere Werte und Ansichten hinein. Also ich möchte es sozusagen zusammenfassen, könnte man sagen, in der italienischen Klasse gehören die Behinderten zum Wir. Für die Nordtiroler Schulbehörde sind die Behinderten Sie. Richtig, das ist eine gute Ausdrucksweise. Und ich komme noch mal darauf zurück, ich finde, auch weil Sie gesagt haben, hier sitze ich als Nichtbehinderter. Das ist natürlich ein eigenartiger Zustand und ist immer problematisch. Ich kann auch schwer den Tiroler Schulexperten vorwerfen, sie würden über Behinderte reden, wenn wir das auch tun. Und darum wäre ich auch dafür, dass wir darüber reden, dass wir uns nicht so sehr verstecken, sozusagen hinter den Worten heilen, eingliedern, fördern, rehabilitieren, sondern dass wir kurz darüber reden, warum brauchen wir eigentlich die Aussonderung. Sie haben in Ihrer Einleitung als ein Beispiel erwähnt, die Angst davor, dass die Leistung sinkt. Ja. Nicht als meinem Beitrag, ein Beitrag, der von außen kam. Nun, was hat es mit diesem Argument auf sich? Dieses Argument geht von einer sehr eingeengten Vorstellung von Leistung aus, die leider in unseren Schulen vielleicht vorherrschend, aber jedenfalls ziemlich gängig ist. Sie geht nicht davon aus, was Kinder interessiert, worauf sie neugierig sind, womit sie sich im Alltag beschäftigen, sondern von einem Leistungsbegriff,
der letztlich von den Erwachsenen kommt und der ziemlich, irgendwie soll ich sagen, abgespalten ist eigentlich von den Bedürfnissen der Kinder. Und wir kennen ja alle eigentlich die Folgen eines solchen Leistungsbegriffes, nämlich Schulangst, Unlust an der Schule, Rivalitäten, Konkurrenz. Und es ist die Frage, wollen wir einen solchen Zustand und was würde Integration jetzt eigentlich bedeuten? Und ich glaube, ein italienischer Kollege hat einmal gesagt, die Integration der Behinderten in die Schule hat in Italien mehr ausgelöst als alle Schulreformen zusammen. Warum ist das so? Weil mit der Integration der Behinderten bringen wir sozusagen die Vielfalt unserer Gemeinschaft, unseres Lebens in die Schule. Wir zwingen eine einfältige Schule dazu, vielfältig zu werden. Und ich glaube, das sind ja, wie auch dieses schwedische Beispiel, glaube ich, gut zeigt, irrsinnig viele Lernmöglichkeiten drinnen. Wenn ich etwa daran denke, es ist ein lernbehindertes Kind in einer normalen Klasse. Ja, wenn man nur darauf wartet, dass sich der Lehrer mit diesem Kind beschäftigt und alle, die das besser können, denen wird fad, natürlich ist das frustrierend. Wenn ich eine etwas weniger passive Auffassung von den Schülern habe und sage, na die, die es schneller können und besser, die könnten doch auch diesem Kind helfen, dem was erklären. Das würde voraussetzen, dass diese Kinder dass sie ziemlich gut verstehen, was sie vermitteln müssen. Das heißt, die können nicht einfach nur etwas auswendig lernen und irgendein Formelwissen ansammeln, sondern sie müssen das wirklich verstanden haben. Und ich habe kein physikalisches Gesetz verstanden, obwohl ich immer ein Einser oder fast immer ein Einser in Physik gehabt habe. Ein auswendig Lerneinser gekommen hat. Richtig, ja. Eine Frage noch dazu. Zum Beispiel, wir haben vorhin von dem hörbehinderten Kind in Schweden gesprochen. Gibt es zum Beispiel Erfahrungen von sehbehinderten, blinden Kindern in Normalschulen? Es gibt solche Erfahrungen aus anderen Ländern. Es gibt sie in diesem Bereich ansatzweise auch in Österreich. Also sehgestörte Kinder in Regelschulen, das ist einer jener schmalen Bereiche, wo man sich auch bei uns getraut hat. An diesem Beispiel kann man vielleicht auch eins ganz deutlich sagen. Es geht ja nicht darum, eine spezielle Pädagogik abzuschaffen, sondern all die Erfahrungen und die Hilfsmittel, die für blinde Kinder und für blinde Menschen entwickelt wurden, auch für die Schule, die müssen natürlich in die Normalschule eingebracht werden. Und jene Menschen und Lehrer, die sich damit beschäftigt haben, die sollen ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen. Also Sonderschullehrer würden in keinem Fall arbeitslos werden, sondern würden Normalschullehrer werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man ein Problem, man kann es ja nicht wegwischen, es besteht ja weiterhin. Es besteht aber jetzt nicht mehr vielleicht als Problem, sondern als Anforderung, als Aufgabe, mit etwas umzugehen, was halt eben existiert. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch, lieber Herr Doktor. Und uns, glaube ich, möchte ich als Schlussgedanken für diesen Abend mitgeben, dass das Behindertenproblem nicht ein Problem ist, das gelöst werden kann, sondern das Problem ist, das uns allen gehört und mit dem wir ewig leben, immer leben müssen und mit dem wir uns eigentlich täglich auseinanderzusetzen haben. Ich danke Ihnen fürs Zusehen. Auf Wiedersehen beim nächsten Teleobjektiv am 1. November. Guten Abend.